Hallo, schön, dass ihr bei unserem Trainingsprogramm mit Henriettas bewegter Schule mitmacht. Ab heute findet ihr hier in den kommenden 3 Wochen täglich neue Übungen aus den Bereichen Kraft, Koordination und Ausdauer. Und am Ende einer jeden Woche stellen wir euch aus diesen Übungen ein komplettes Ganzkörper-Workout zusammen, inklusive Trainingsplan zum Download. Für diese Übungen braucht ihr eigentlich kaum Material. Ihr arbeitet eigentlich ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht, so dass ihr jederzeit und überall loslegen könnt. So wie wir jetzt. Und damit ihr das nicht alleine machen müsst, machen wir natürlich mit. Neben mir steht die Katja, die wird immer dabei sein. Und auf der anderen Seite meine Tochter Finja. Ich heiße Janet. Los geht's. Heute mit einer Übung aus dem Bereich der Ausdauer, dem Hampelmann. Den kennt ihr bestimmt schon. Die Füße springen auf und zu, die Hände gehen dabei über dem Kopf zusammen und wieder runter zur Hüfte. 10 Stück davon, das schafft doch jeder, oder? Los geht's und 1. Nach 10 Hampelmännern macht ihr eine kleine Pause. Puh! Achtet übrigens darauf, dass eure Zehenspitzen immer nach vorne zeigen, wenn ihr springt. Und wenn ihr das gerade zu Hause nachmacht, passt auf alle Wohnzimmervasen auf. Die sollten dabei nicht zu Bruch gehen. Bereit für den 2. Satz? Los geht's, 10 Stück! Und bevor wir jetzt den 3. Satz starten, für alle Profis noch eine Extraübung. Kennt ihr die Hampelfrau? Bei der Hampelfrau machen die Arme das gleiche wie eben, aber die Füße gehen nach vorne und hinten. Das probieren wir jetzt für die 3. Runde. Los geht's und... Sehr gut, geschafft. Also ich bin jetzt ein kleines bisschen aus der Puste gekommen. Alle Hampelmänner und Hampelfrauen, die mitgemacht haben, hoffentlich auch. Wenn ihr jetzt Lust habt, noch ein kleines bisschen weiterzumachen, dann schaut auch gleich noch in unsere nächste Übung rein. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit einer Übung aus dem Bereich Kraft. Tschüss! Tschüss! Bis morgen!